Hey, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon 2 Online Ranked Battles. Mein Name ist Lockezeit und, was haben wir letzte Folge eingestellt? Ich habe keine Ahnung, was wir eingestellt haben, aber wir haben wieder eine neue Ankündigung wegen eines Splatfestes. Man kann es ja schon sehen. Ich weiß sogar schon das Thema. Sehr toll, weil ich nachlesen kann, wo das überall steht und eh klar. Also mit dem Smartphone und so, weil das ziemlich gut funktioniert. Aber das Thema ist, denn jetzt kommt's, uiuiui. Das Splatfest-Thema ist, Popcorn muss salzig sein oder Popcorn muss süß sein. Ich bin da eher zwiegespalten, was das betrifft. Also, oder muss es für euch das Kinoklassiker sein? Ja, das ist ganz, ganz eine schwierige Frage. Ab und zu, ja, ich bin da sehr zwiegespalten, was das betrifft. Also, ab und zu haben wir es wirklich salzig und voll geil. Schmeckt dann auch super. Und ab und zu haben wir es wieder voll süß. Ich kann mich schwer entscheiden zwischen Pella und Marina. Marinas Meinung, Opa. Ach, dafür gibt es erst große Getränke. Ja, genau. Das ist ja das. Es passt beides irgendwie. Popcorn passt beides. Marina, du hast es doch nicht mal probiert. Vertrau mir einfach mal. Habe ich wohl. Gemixt mit süßem Popcorn. Was? Gemixt? Na, das ist ja schade. Jeder Salzkrümel war eine Geschmacksexplosion, aber keine leckere. Wow, okay. Dann entscheiden wir eben die Splatfest-Teams. So ist es. Dies werden wir übrigens auch am Samstag dann machen. Genaueres werde ich in einem späteren Video als Text einblenden, weil ich noch keinen Plan habe, wie wir es genau machen. Aber wir haben eine neue Arena, Steinkühlergruber. Ist leider heute nicht dabei. Ich hätte es mir gewünscht, weil es gibt gerade drei Arenen, die ich noch nie gespielt habe. Bis jetzt. Also ins Splatoon 2 zumindest. Und ja, sie kommen heute nicht. Aber in der nächsten Folge, glaube ich, kommt dann Anna. Arowana Center ist jetzt zum Beispiel neu dabei. Also, kommt von Splatoon 1 für alle, die was das alles schon wissen. Klar. Aber das ist das heutige, was wir machen. Turm kommen an den Gretenkanal und Buckelwaldpiste war das. Und ja, toll. Wird schon funktionieren. Ist da. Nein, ist nicht dabei. Okay, dann würde ich mal sagen. Ah, das werde ich auch demnächst mal machen. Also, sehr demnächst. Und. Vielleicht wäre es sogar einblenden, wie das Ganze funktioniert dann am Samstag, wegen dem Splatfest. Ja, und welcher Team ich beigetreten bin, muss ich auch unbedingt ankündigen. Wisst ihr was, das kündige ich gleich. So, das ist jetzt die große Frage, wohin gehen wir? Popcorn muss süß sein. Ist schon geil. Süße Popcorn sind schon geil, aber die salzigen sind geil. Machen wir einen Zufall. Moment, Zufallsgenerator. Was sagt der Zufallsgenerator? Das geht so halbwegs gut. Ja, schau mal. Der Zufall sagt das. Echt? Salzig? Ich schwanke gerade. Na, dann muss es süß sein. Wenn ich gerade schwanke bei salzig, dann muss es süß sein. Gut, passt. Haben wir entschieden. gut, dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe noch mal gemeint, muss ich noch ein bisschen umdrehen, außerdem bin ich im Turmkommando nur S derzeit. Das muss sich ändern. Also, ich rüste mich jetzt neu aus und wir sehen uns dann beim ersten Kampf. Okay, und damit herzlich willkommen zum ersten Kampf des heutigen Tages in der Buckelwahlpiste. Ich habe mir für den Sagitron Klecksblättling entschieden. Irgendwas Schräges geht da mit unserem Kampf vor. Aha, zwei Sniper. Ja, gut. Keine Ahnung, was da los ist, aber das heißt für mich eindeutig aggressiv. Eindeutig auch noch. Gut. What? Hat mit der da, von da getroffen. What the heck? Tu mit Gegnerhand. Okay, sehr schräg. Ich hoffe, dieser gute Sprung. Ja, das könnte gehen. Gut. So nicht, mein Freund. Auf wieder. Passiert. Okay, gut.
Ja, wo ist der Turm eigentlich? Ah, da hinten. Oh, shit. Okay, das war relativ sinnfrei, aber das Team macht es einfach selber. 8 Punkte, nicht schlecht. Ich würde gerne aufspringen, aber es geht wohl nicht. Oh. Dann springen wir wirklich. Okay. War sinnlos. Aber hey, passiert. Nicht super tragisch, weil 100 zu 2, das ist ja eine Frechheit wahrscheinlich. What the heck? Tötet mir die fast. Okay. Aggressiv. Hallo. Hallo. Ja, hinter Checkpoint. Aber ihr habt schön einen Quartuppel gemacht. Also ist mir scheißegal. Wahnsinn, ja, geht gut. Du bist fast tot. Danke. Da drüben ist einer. Geht nicht. Gut. Hab mich erwischt, aber sie fahren. Gut. Haha, perfekte Bombe. Au, ich bin gerade ein Monster. Es ist ein Wahnsinn. Also, killt ihn, aber... Was bringt diese andere zurück? Oh. Oh, da ist noch einer! What the heck? Okay, aber ja, 1 Minute noch verteidigen. Alles okay. Das ist vollkommen okay. Oh shit. Kurz zum Ende kommen. Ah, nein. Ja, genau. Der hat schon gemeint, der trifft. Oh, hallo. Oh, ich mach Zufallstreffer. Das gefällt mir. Hat natürlich keine Tinte, aber das wird schon noch. Glaubst du echt, dass du mich da tötest? Aus der Entfernung. Bring es weg. Bye bye. Ja, weg. Oh no! Sie wollen mich. Scheiße, ich bin tot. What? Ich lebe noch. Wie geht das? Oh! Damn it. Zeit für ein Ulti. Lass den nicht drauf bleiben. Ah, fuck. Ich kann nicht rauf. Oh, shit. Das war ein Fehler. Ich hab mir die... Ah, ja. Das sind gute Bomben. Was? Sie sind noch drauf? What the heck? Wie ist das möglich? Okay, wo kommt der... Da kommt er her. Wow, ich hab nur angeschwächt. Komm schon, Team. Komm schon, Team! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wahnsinn! Aber den Kampf jetzt echt nur verloren. Was? Wie ist das möglich? Okay, spannender erster Kampf. Aber den hätte man nicht verlieren dürfen. Wahnsinn! 19 Kills. Ja, was ist da los? Kollegen, jetzt muss ich schimpfen. Auch mit mir selber am Schluss einen Scheiß zum Spiel. Aber Wahnsinn. Na gut, das heißt für mich jetzt Zeit fürs Grundwechsel.
eindeutig sogar. Also werde ich das jetzt geschwind machen und wir sehen uns dann ja bei weiteren Kämpfen wieder, weil ich habe circa eine Stunde Zeit, um viele Kämpfe einzubringen. Also mache ich das. Okay, und somit würde ich sagen, herzlich willkommen zum zweiten Kampf des Tages. Also, falls jetzt alles noch da rein passiert. Ja, willkommen, wenn nicht, schauen wir mal. Wow, oh no, schaut nicht gut aus. Wir haben einen Frühstarter, das heißt, es ist wahrscheinlich so. Warte. Ah, da drüben ist er. Die Sounds off. Das ist gut. Aber. Weißt du was? Witzig. Gut. Und jetzt. Ah, ich hab's noch aktiviert. Er steht im Regen. Boom. Alter. Warum steht der im Regen? Also mit voller Absicht. Das ist ja unmöglich. Können die Gegner auch was anderes wie Bomben anschmeißen? Also, es funktioniert eindeutig, aber... Oh, sehr eigenartige Taktik. Oh, rechts wie an der Flanken. Sehe ich schon. Okay, haben wir erwischt. Etwas zu viel auf mich, aber das ist mir ziemlich egal. Ich hab nicht erwischt. Schade. Aber jetzt fahren wir. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Oh, ich hab noch mehr Energie. Sehr gut. Gechießt. Oh, da ist eine Bombe. Posten. Den musst du erwischen. Oder Kollegen. Sehr gut. Jetzt darf ich. Gut. Kurz einmal den Sniper safe machen. Oh, ich wollte gerade mein Ulti auf den Boden schmeißen. Hat wohl nicht funktioniert. Okay, wurscht. Oh, warte. Achso, holen nicht ein paar Bomben, ne? Server. Muss einmal. Zone ausweiten. Dann geht die Verteidigung vielleicht leichter. Naja, probier's. Aha. Ah, da ist er. Ah, das sind zwei. Okay. Nimpf. Ich wollte gerade sagen, fahren wir vier. Aber das wird mir nichts. Weil ich muss mal selber Defensivaktionen machen. Kurz aber. Muss sein. Ja, hab's nur gedacht. Sie kommen immer von irgendwo. Es ist ein sehr, sehr wildes Team. Besonders beim Gegner. Keine Ahnung, was die machen. Teilweise funktioniert sogar, weil ich es noch nie gesehen habe. Aber, naja. Ah, warte! Also, ein bisschen Rückendeckung kann ich schon erwarten, dass ich mich nur auf
die so konzentrieren muss. Ah, Gott. Nicht so lang. Oh no. Das ist schwierig. Okay, Sieg. Ah, warum ist dieser Server so knapp in letzter Zeit? Ich verstehe das nicht. Das ist eine Frechheit. Haben wir eigentlich... Warte mal. Na gut, funktioniert. Ich hab kurz was beim Mikrofon schauen müssen. Ja, es läuft gerade in letzter Zeit einfach so. Es ist jetzt nur der zweite Kampf. Ich weiß. Aber ich habe schon wieder am meisten Kills vom Team. Und ich finde das schräg. Ah, ja, genau. Die Schuhe, das passt. Okay. Zweimal sowas. Nice. Okay. Ja, machen wir weiter und schauen mal, was passiert. Okay, wieder zurück beim Gretchen-Kanal zum Kommando. Los geht's. Schauen wir mal. Was haben wir da jetzt alles? Nahkämpferisch sind wir. Gegner ist sehr nahkämpferisch. Wahnsinn. Ja, da müssen wir es offzonen mit unseren Fernkampfdinger. Okay, super. Ach, sie ist ohne mich auf, so schaut's aus. Ah, ich kann nicht! Team? Wo ist Team? Also nur so nebenbei. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo das Team ist. Ah, er hat ihn killed, gut. Das ist alles, was ich sehen wollte. Ziemlich wurscht. Ja, jetzt geht's so halbwegs. Da kommen sie. Gut. Töte ihn noch? Schaut! Ah! Knopf! Boah, tut doch, der killt sich selber. Aber 41 als Führung ist vollkommen okay. Kein Zufallskill. Schade eigentlich. Geil, das gibt's ja nicht. Kein Range. So nicht. Gut, alles tot. I'm a god. Oder nicht. Wer war's? Hä? Was geht gerade ab? Sitzt der noch drauf? Na, dann war er schon tot. Weil das war sichtbar. Ja, ich fahr, bis das mir nicht mehr los. Bis du mir das zurückgeschubst. Warum? Was? Was? Oh. Das ist ein Sprungwert. Ah, ich hab ihn noch gekillt. Okay, 13. Bleiben wir dabei. Vorerst. Ja, gut. 13 ist echt gut. Kein Zufallstreffer. Oh, Gegner ist tot. Also komplett. Thank you.
So ein Kopf, dass er mich. Naja, nicht unterzieht, weil es doch nur es ist. Also unter Anführungszeichen. Nur. ich wäre schon wieder wahnsinnig. Ich weiß. ich bin der einzige Überlebende. Da können wir uns lang. Kurz aufstehen, haben sie mich gesehen? Ja. Mach ich mal so. Ha, wo ist er hin? Er hat so komisch herumgelegt, jetzt war ich mir nicht sicher. Hast du sie selber gekillt? Da war noch einer. Oh! Na! Aber sie kriegen keine Punkte zum währenddessen, also ist mir ziemlich egal. Ja gut. Es schaut dann demnach nach einem kleinen, aber feinen Sieg aus. Und so weiter geht. Vorausgesetzt. Deckung. Oh, Kollegen haben es gemacht. Ich hab eh nicht beteiligen müssen. Ja, cool. Aus irgendeinem Grund sehe ich in meinem Zweitscreen leichten Lag. Bin mir gar nicht sicher. Muss ein paar Sachen noch in kontrollieren. Aber wie üblich, am meisten Kills kennen wir eh schon lang. Ja, keine Ahnung, was da abgeht. Aber, so wie ich das jetzt, das Gefühl habe, werden wir jetzt demnächst, naja, einen Rangaufstieg haben. Aber zuallererst werde ich jetzt einmal das auf meinen Monitor checken, ob die Aufnahme eh richtig funktioniert. Ist sehr wichtig. Okay, und weiter geht's mit, naja, schon wieder Krittenkanal. Ist das jetzt Kampfnummer? Oh, welche Kampfnummer ist das? Ich bin mir nicht sicher. ich glaube 3, 4. Entweder 3 oder 4. Aber cooler Start von unserem Team. Okay. Wow, was war das? Ein Sniper haben wir da. Das habe ich gar nicht bemerkt am Anfang. Oh, da ist ja ein Gegner. Was tust du da? Was tust du da? Das geht gar nicht. Sag ich da. Ja, ist ein Checkpoint, aber. Er drängt mich zurück, das ist vollkommen okay. Mach jetzt hinter und mein Team fort. Das ist mir ziemlich wurscht. Okay, da ist er mal nicht. Warte euch. Mach ich ja geschwind einen Double. Ist vollkommen okay. Oh, ich stecke genau drin. Ist nicht gut. Ja, gut. Ich habe ein Schild gehabt, sorry. Da muss ich ein bisschen aggressiver gehen. Ah, what? Ich hab ihn noch gekillt. Oh, Wahnsinn, ich muss wie ein Monster agieren, weil sonst wird das nichts. Ah, da rechts ist etwas. Aber er geht nicht einmal her. Ich fehle einmal irgendeins. Hallo? Was tust du da? Keinen Dunst, was du da tust, aber mein Team vor, da ist es mir ziemlich wurscht.
Ja, soll ich nicht mehr kennen. 15. Ist aber stark. Oh, da ist der Toter. Soap Dad. Keine Seife für dich. What? Pretty. So nicht. Ist er nicht. Aha. Jetzt wäre ich fast gestorben. Hat sich das Auszeit da ausweichen? Ich weiß es nicht. Aber ich muss eh rechts. Sicher jetzt schon. Ah, jetzt geht's immer los. Da brech ich es mal durch. Ich hab meine Ulti schon los geworden. Da können sie eigentlich nicht bleiben. Ah, hab einen Kill. Aber sie bleiben doch und schaffen es sogar. Das ist ungut. Mach schon wieder in Gegnerhand. Bitte bleiben essen, das ist das Problem. Was? Der lebt noch. Was sollte? Bringen wir es gleich weg. Nein, es fährt so einfach nicht. So schaut's aus. Heidi übrigens. Naja, ich habe ein paar Leute umgeschwächt. Und der stirbt. Sehr gut. Ah, Wahnsinn. Ja, 30 zu 15. Wird sich, glaube ich, nicht mehr so viel bewegen. Würde ich mal behaupten. Und ja, ich bin wieder gut gewesen. Jetzt bin ich mir nicht einmal sicher, wie viel der Kampf das war. Ich sage einmal, es war der vierte Kampf. Obwohl ich keinen Dunst habe. Ja, gut. Aber ja, am meisten Kills. Ich hab's mir gedacht. Eklor. 17. Und ja, der nächste Kampf ist fix dabei. Weil es ist ein potenzieller Aufstiegskampf. Also, sehen wir uns dort und naja. Hoffentlich S+. Schauen wir mal. Also, wieder mal S+, muss ich dazu sagen. Also, los geht's. Okay, und damit, Buckelwaldpiste, würde ich sagen, herzlich willkommen zum ersten potenziellen Aufstiegskampf des Tages. Hoffentlich auch den letzten, weil das heißt, dass ich gewonnen habe. Na gut, los geht's. Matt, du was bitte, dankeschön. Und, ja, wird schon funktionieren. Wir haben einen Disconnect beim Gegner. Schaut so aus. Aber der Gegner führt. What? Das ist ja schräg. What the heck? Schräg. What? Pass hier einmal ganz kurz nicht auf. Ja. Ich denke mal gerade, der Gegner hat eh einen Spieler weniger und jetzt muss ich eh nichts tun. So verliert man Kämpfe, auch wenn man zahlenmäßig im Vorteil ist. Es geht gar nicht. Was ist mit dir? Train ist gut, solange man, wenn er disconnected weiß, leider. Ah. Ja, ich glaube, der hat eher eine ähnliche Waffe wie er. Das ist sogar nicht genau die gleiche Waffe. Jetzt sehe ich es erst. Oh, gut. Ja, kein Gegner lebt. Schaut nicht gut aus für den Gegner. Ja, mal einfach. Ich stecke mal kurz ab. Nicht erkillt. Naja, wurscht. Ich muss nicht viel anstellen in dem Kampf. Es ist so. Es hilft alles nichts. Kann ich sagen, was ich will. Habe ich überhaupt einen Kill? Ich weiß es nicht. Es ist mir ziemlich egal. Ah, das war ein Scheiß. Also ein Scheiß Aufstiegskampf. Chorspannung, nichts. Blah. So mag ich nicht einmal aufsteigen, das Fahrt. Bäh. Oh, und ich hab Kills. 3? Was? Wann hab ich 3 Leute killt? Egal, S+, ich beschwer mich einfach nicht.
Wie sagt man, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also Gaul, Esel, ihr wisst schon. Dann mal einfach nur einen schönen Abschlusskampf, weil so kann ich die Folge nicht beenden. Keine Chance. Okay, und somit würde ich sagen, willkommen zum letzten Kampf des heutigen Tages in S Plus, endlich wieder mal. Und ja, ich wollte übrigens vorher was erklären, bevor ich gesehen habe, dass da ein gegnerisches Disconnect dabei ist. Aber naja, der komische Stellenwert, den ein Rang S eben hat. Also weil das ist wirklich ein komischer Stellenwert, was das da innehält. Moment, ich muss den zuerst töten. Oder? Warum fordert unser Team nicht? Das geht nicht. Da muss ich leider die Stellung aufgeben. My Ulti ist ready. War das gut? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Genau, der komische Stellenrang, den S Plus hat, weil, S Plus, den S-Rang hat. Das ist nämlich da oben ist einer. Oh no, der hat outranged me. Und, ich sollte endlich erklären anfangen, es ist eine Frechheit. S-Rang, da kennen wir nämlich eben die Leute von A Plus eben auch hier, die wo sie jetzt S-Rang noch nicht so gewohnt sind. Und, naja, die normalen S-Leute sind natürlich auch da, also die, was fast Dauer S-Skill-Level wären. Nicht töten lassen. Das wäre nicht so geil. Ich muss flüchten. Das gibt's ja nicht! ich lebe noch. Was? Ich dachte, ich muss defensiv einmal was machen. Treffen nicht! Direkt Treffer. Super. und, naja, also da trifft sie jetzt A plus S, die Standard S-Leute und die S plus Leute. Und, weil, ja, S plus ist echt eine Stufe für sich, muss ich echt dazu sagen. Oh. Oh no. Und, ja, da trifft die echt alles. Also, die armen Kollegen, die was in A plus gerade erst aufgestiegen sind und dann, naja, gegen gerade erst abgestiegene S Plusler kämpfen müssen, ist ziemlich hart. Das sag ich mal so. Wo ist er? What the f? Ich bin's nicht mehr gewohnt. Deswegen. Ein S-Spieler hätte sich anders verhalten. Das geht ja nichts und geh einfach da rein. Oh, Gegner führt, ja, ist okay. So viel ist nicht. Oh, da oben ist er. Gott, dang it. Bin tot. Ich krieg keine Kills, Tom. Sie kämpfen vollkommen anders als wir die anderen Kollegen. Aber, wow. Ja, sowas killt mich nicht, das ist gut. Aber ja, muss weg. Ich hab's gewusst. Muss weg. Boom. Tot. Das gibt's ja nicht. Schwierige Kämpfe, echt jetzt. Oh, what the? Oh. Komm ja. Na, ihr Pferd. Diesmal haben wir erwischt. Endlich einmal, gell? Viel zu lang gereicht. Oh no.
Mehr führen. My ulti is ready. My body is ready and my ulti too. Okay, Tomcat. Okay, no need. No need. Keine Ulti. Noch ist zu früh. Okay, Ulti. Leider, ganze Gegner ist tot. Yay. Okay, ja. War jetzt kein guter Kampf, aber dafür spannend, weil ein Punkt Unterschied ist. Boah, gerade noch. Ich glaube, ich habe sogar den letzten Punkt noch verhindert, weil ich ihn gekillt habe. Und da sieht man einen Skill-Unterschied zwischen S und S+. Jetzt stell dir vor, da kommt einer von der Liga plötzlich runter in S. Boah, die armen Kollegen. Gut, ein paar profitieren von denen, aber er selber wird sich auch viel aufregen über die Kollegen, was er da kriegt. Aber für heute würde ich mal sagen, danke, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge, ja, schauen wir mal, was da abgeht. Aber trotzdem danke und pfiat euch.